Das ist eine Abkürzung. Oh, eine Nebelwand. Sehr schön. Oh, hoffentlich haben wir das Trio umgangen. Das wäre schick. Okay, da geht's runter. Da ist schon mal Loot. Also Typen, die nicht besonders gut sich anschleichen können. Sehr enge Zellen. Hier sind bestimmt über... Ich höre noch Ketten. Aber hier sind bestimmt noch Secrets. Wie war's mit Anschleichen? So nicht. So nicht. Aber wenn ich hier jetzt runtergehe, komme ich nicht wieder raus. Du weg. Du weg. Doch, da komme ich hoch, okay. Nackter Mann mit Riesenkeule. Oh, und er ist hinter den Gittern, also muss es man irgendwie hinbekommen, dass die Gitter weggehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Danke, Parallelwelt. Hier die Wände vielleicht? Nö. Okay, wir haben immer noch oben. Wir haben eine Illusionswand. Wir haben noch eine Illusionswand. Was? Dankeschön. Wo sind wir? Was ist das da? Und da hinten will ich bestimmt nicht hin. Das ist nur so, ich fahre hier Nachricht. Da ist Loot. Da ist noch mehr Loot. Secret? Im Secret, im Secret, im Secret? Nein. Bracing Knuckle Ring. Ah, da ist das, was wir früher als den höchsten Bereich bezeichnet haben. Und da geht's runter zu dem Metallgitter, wo ich eben gerade versucht habe reinzuspringen. Okay, was macht der Ring? Bracing Knuckle Ring, das da. Verlangsamt die Beschädigung von Ausrüstung. Ja, nö, nicht so wirklich wichtig. Oh. Ich will nirgendwo runterspringen, wo ich nicht weiß, dass ich wieder dahin zurückkomme, wo ich eben gerade war. Wobei, ich weiß jetzt ja, wie man hinkommt. Nee, nur so halb. Ich gehe lieber hier zurück und gucke mich anderweitig um. Da hinten, ja. Nicht rollen, nicht rollen, nicht rollen, nicht rollen. Danke. Für einen Schmetterling und eine Fackel. Du nicht. Ja. Auch. Wie war das mit, wir brauchen nie Levitationszauber? Aber dafür einen Slot verbrauchen, jetzt mal ernsthaft. Wobei, wir haben inzwischen 8. Egal. Hier lang war's. Weg. Und ganz viele Hunde. Also es war nicht das Gitter, es war einfach hinten durch die Wand da. Hunde? Ne, irgendwo ist hier noch so ein Riesentyp, aber der ist mir egal. Den kann ich umgehen, der ist langsam. Lauf, 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 lauf. Jo. Oh. Und weg, komm. Na komm. Hey. Tüfte ich bitte auch einmal saubern. Hey. Jetzt nicht ernsthaft so. Also trink. Genau, das Gitterding war es nicht. Hier war es rein und hier kann jetzt die Armbrust schützen und der Zweihänder-Typ, ne? Ja. Das heißt, wir gehen hier hoch. Schnell. So, töten euch beide.
Du da hinten. Ah. Wir sind hier runtergerollt, ne? Ja, sind wir. Okay. Darunter. Da lang. Dich töten. Anderen Typen töten. Hier irgendwo müsste das gewesen sein. Da ist eine Kiste. Da. Zinn. In einer von den Zwischen... Genau, hier in der Zwischenebene war Loot. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. So. Jetzt haben wir hier wieder die Sprengtypen. Genau, du. So, ich hol kurz mein Loot wieder. Ja, stimmt, die nicht schleichenden Leute töten. Wo war mein Loot? Wo ging's raus? Hier ging's raus. Okay. Was will ich haben? Das kann ich jetzt knicken. So, du gib mir Katzending ins Ring. So, spring. Gut. Jetzt zurück ist das Problem. Ist nämlich zu knapp für mich. Ups. Nein! Ist definitiv eine sehr gute Übung für Sprengen. Stack der Katzenring mit dem Levitieren-Ding. Komm, ich... Tunes Bay. Nimm das große, komische Ding da raus. Nehmen. Haben wir ihn überhaupt? Hab ich den gekauft? Nee, ne? Shockwave Homing. Naja, hab ich nicht gekauft. Moomist. Elender... Hallo? Elender Moomist. So, weg. Ich glaube, dass die 4010 jetzt aber da oben sein. Wobei, jetzt könnten wir es gut haben, da ich so schnell gestorben bin. Also, wenn man stirbt, geht er ja ein Stückchen zurück, zeitlich gesehen. Guckt, wo man vor einer Minute oder zwei war und legt dann da den Seelenhaufen um. Damit man nicht in so einer Todesschleife gefangen ist. Und jetzt, vielleicht war ich ja vor einer Minute oder was auch immer, noch auf der anderen Seite. Also auf der richtigen Seite. Das jetzt gucke ich kurz nach. Alle tot? Ja. Nee, ich höre Hunde. Egal. Swoosh. Bin besser als ihr alle. Denn ich ich bin untot, okay. Bin trotzdem schneller als ihr alle. Da kommt ihr nicht hinterher. Ihr könnt es versuchen, genau. Danke für die Seelen, Jungs. So, jetzt drückt die Daumen, dass der Seelenhaufen auf der richtigen Seite ist. Wenn nicht, dann halt nicht. So, nicht vergessen, hier stehen Jungs im Raum und unten sind die schleichenden Jungs. Genau, du und du. Dann haben wir da hinten noch die Nebelwand und eine Etage über uns. Da oben war auch noch einer. Genau. Achso, und hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht nach oben geguckt, was da so ist. Also ja, definitiv schön viel Zeug noch zu erforschen hier. Und nö. Aber, jetzt wo ich den Weg eh schon dreimal gegangen bin, gehe ich jetzt mal zum Ende und gucke, wo man hinkommt, wenn man da durch das Fenster geht, wo man nicht wieder zurückkommt. Hier. Geh weg. Hier waren wir doch schon mal, oder? Vorsicht vor Unaufmerksamkeit. Falls man... Ach du schon wieder. Falls man plötzlich in einem Raum steht mit diesen drei Selbstmordkandidaten da. Ach so, wir sind wieder hier am Anfang. Okay. Also das Fenster ist nun ein schneller Weg zurück. Die Leiter hier hoch führt nur zu einem Fass. Schwarzpulverfass. Okay. Das könnte man eventuell taktisch nutzen.
Was mit dir? Guck mal, ob hier irgendwo noch eine Wand ist, die man wegschieben kann. Nein. Nein. Also müsste man von oben wahrscheinlich irgendwie runterspringen, aber das will ich nicht. Ich will jetzt... Genau, da waren wir schon. Ich will jetzt oben das gucken. Ich höre wieder Ketten klappern. Ah, da geht's auch noch rum. Hier sind schön... Oh. Schön viele Wege. Life Gem mal 8. Sehr gut. Okay, Kettenklackern wird leiser. Was zur Hölle? Erschießungskommando. Ah, das ist nicht nett. Oh, warte. Genau, schieß mir mal in den Rücken. Das wäre super. Bevor ich da jetzt hingehe, weil das scheint wieder ein anderes Gebiet zu sein, sollte ich hier noch eine Etage nach oben gucken. Dann habe ich das wenigstens so ein bisschen abge... Oh, oh. Hier kommen die Ketten her. Schnell. Schnahaha. Zoink. Komm, 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 komm. Genau. Weg. Oh, ein Leuchtfeuer. Und ein verständeter Typ. Abgeschlossen. Okay. Wir haben noch einen, ne? Ja. Ah, und hier spürt auch Tilana die verborgene Macht. Hallo du, du hast eine schicke Robe. Still a bit stiff. Wir hätten gern deine Robe. Genau. Das war ernst gemeint. Strayed, a wandering sorcerer of sorts. Mm-hmm. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Strayed. Kennen wir ihn aus einem vorherigen Leben? Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Mhm. Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strayed, will teach you my spell. Sehr gut. Gesture? Provozieren. Trade. Oh, und hier können wir jetzt auch Seelensachen schmieden. Allerdings sehe ich immer noch keinen verdammten Stab. Das ist doch doof. Irgendwas dabei, was man schnell lernen könnte. 45 Stärke. Nee, nicht so wirklich. Nee. Okay, Zauber. Oh, das sind Zauber, die man nur bekommt, wenn man Seelen verwendet. Soul Shower. Wirft eine große Seelenmasse, welche in kleinere Seelen sich aufteilt, die von oben herabregnend. Es funktioniert nur in bestimmten Gebieten gegen bestimmte Gegner. Das ist jetzt sehr vage. Red, Royal Red Vanguard Soul. Toxic Mist. Wir haben schon einen Toxic Mist, oder? Oder war das Poison Mist? Creates a powerful cloud of poison mist. Inflicting damage while all the while. Ja, also es ist ein Dot. Und das mit der Skorpioness Naishka. Was verwehren wir uns denn damit? Nichts bei ihm. Und die andere Schmiedin, das Vogelwesen, hatte auch nichts von uns für Interesse. Also ich denke, wir können die Seele ruhig benutzen. Ja. Swoosh. Kaufen. Ein Ring der Intelligenz erhöht. Wie viel? Okay.
Das sparen wir auf jeden Fall drauf. Verlängert die Dauer von Spruch-Effekten. Brauchen wir das? Ich meine, wir buffen uns nicht so wirklich. Also wenn wir später irgendeine magische Waffe hätten oder so, dann vielleicht. Aber jetzt erstmal nicht. Stellt Lebenspunkte und Zaubersprüche wieder her. Das ist auch praktisch. Und jetzt Zauber. Was hast du denn da Schönes? Homing Soul Arrow. Der war so lala. Strong Magic Shield. Das klingt gut. Verstärkt Schild, um noch mehr Schaden zu widerstehen. Oh. Dafür bräuchten wir erstmal ein Schild, ja? Wurde schon sehr häufig erwähnt. Wahrscheinlich genau deswegen. Also sollten wir uns eventuell ein kleines Schild suchen, was wir denn hiermit verstärken können, dass es so gut ist wie ein mittleres oder ein großes Schild. Okay, was haben wir hier? Licht.